Schubidaikon-Song gewünscht, liebe Freunde. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Boing! Okay, warte, du musst jetzt reden. Was ist los? Du wächst richtig bedrückt, mein Süßer. Ich hab Sorge, dass es dir nicht gut geht. Ja, ich bin immer noch, es ist immer noch, Ricky. Was denn? Immer noch. Wegen der Aufnahme? Immer noch, ja. Warum? Ich war gestern wie gelähmt. Ich bin heute noch eigentlich wie gelähmt dadurch. Okay, erzähl. Fühlst du dich jetzt, also schämst du dich jetzt? Oder ja, ist das, ja, ich fühl mich sehr unwohl. Ich fühl mich aber sehr keiner unwohl. Hat irgendwas Negatives. Alle haben das voll verstanden, ne? Es hat keiner was gesagt, negativ. Na, das machen die danach. Ne? Nein, Wollo. Okay, also für euch ganz kurz zur Aufklärung. Wir haben ja die Tage TDT aufgenommen. Und Wollo hat sich einfach, hat das Spiel einfach nicht gefühlt. Ich hab's aber versucht. Er hat's wirklich versucht. Er hat nach drei Runden gesagt, nö, Jungs, ich würde gerne nicht mehr mitspielen, so. Alles okay. Das hat ja gar keiner, also es hat doch keiner was Schlimmes gesagt, Wollo. Es hat das Spiel nicht beeinflusst, es hat die Aufnahmen nicht beeinflusst. Firepro war ein bisschen sauer, weil er nicht mehr der Schlechteste war. Aber ansonsten war, ja. Also, weil er wieder der Schlechteste war. Aber ansonsten war alles gut, es hat keiner was Negatives gesagt. Dann geht's ja, weil es war wirklich, war für mich nicht angenehm. Keine gute also die, Zeit. Die erste Map war auch sehr schwierig für uns alle, die Big Horn Map. Lädst du es denn überhaupt hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein! Also ich kann dir so viel sagen. Die erste Aufnahme war mir klar nach zwei Runden, dass ich die nicht hochladen kann. Ja. Und die zweite habe ich nach gut 10 Minuten ausgemacht, weil ich mir dachte, okay, das brauche ich gar nicht mehr weiter auf, das lohnt sich wirklich nicht. Und die dritte habe ich gar nicht erst gestartet. Okay. Aber was war das Problem? Hast du einfach das Spiel nicht gefühlt oder wie es lief? Oder also nur so als Backtracking? Ich habe wieder gemerkt, dass ich auf mich hören sollte. Dass ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und mich nicht belabern lassen sollte bei sowas. Das habe ich an dem Tag wieder sehr extrem gelernt. Richtig. Es lief nämlich genau, wie ich es befürchtet hatte. Ich kam weder mit dem Spiel klar, noch kann ich mich auf sowas einlassen mit diesem Rumgeblöde da. Das kann ich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn da so viele Leute sind, die ich kaum kenne. Das ging ja, hat für mich überhaupt gut. Nicht funktioniert. Verstehe ich, du hast auch sehr viele neue Leute. Zombie war, glaube ich, neu für dich. Ich glaube, Timo, auch Ulti und so, ja, die waren auch alle neu für dich. Also, ja, ja. Es hat jeder, und auch wirklich außer auch kein Zombie oder sonst oder Moggy oder Enger, der denkt schlecht von dir. Jeder hat das verstanden und waren alle cool, okay, er hat es immer versucht. Also wirklich niemand hat. Alle waren ja, auch, ist ja gut, aber warum auch gar nicht. Fühl dich nicht reden. Schlecht. Ja, ich sagte also, nur, meine Aufnahmen liefen so ab, dass ich gehofft habe, dass ich super schnell sterbe. Das war meine größte Hoffnung. Die andere Zeit bin ich eigentlich nur weggelaufen, so nach dem Motto raus aus der Nummer. Deswegen, das war wirklich, also das funktioniert für mich halt leider nicht. Lass mich raten, also brauche ich wahrscheinlich Minecraft gar nicht für dich installieren. Ich weiß es halt wirklich nicht. Also ich habe jetzt echt so, ja, und da blöden wir ja nicht so viel rum, das ist ja mehr so ein Aufbauspiel. Das musst du ja selber wissen. Möglichkeit besteht immer noch. Also ich hatte ja in TDT-Parts geguckt und da kam es mir nicht so extrem vor. Aber das liegt vielleicht auch daran, wenn man zuguckt und nicht wirklich beteiligt ist, hat man ein anderes Gefühl vielleicht. Ja, du bist so halt mittendrin. Und da muss auch sagen, wir haben viele neue Rollen. Das ist alles sehr, sehr verwirrend. Gerafft, ne? Ich habe nichts gerafft. Aber Leute, eben nicht. Ne? Das funktioniert halt nicht. Aber wir sehen mal weiter. Ich bin ja nicht aus der Welt. So. Nee, das bin ja nicht aus der Welt. So, und zur Not, die Parts gibt es trotzdem bei mir, wo er 3 Parts dabei ist. Könnt ihr trotzdem gucken. Ich werde nicht mitkriegen, dass ich dabei bin. Keine, bei niemandem. Also, von daher. Es macht doch keinen Unterschied, ob ich dabei bin oder nicht. Aber wie war denn ansonsten dein Tag gestern? Außer, dass du dich denn. Was machst du denn da? Junge, ich war. Lauf doch los! Ja, lauf doch los, das ist eisig, das ist vereist. Was ist denn los mit dir? Es ist vereist, Digga. Ja. Ja, gestern so irgendwie gar nichts. Also, nee. War, wie gesagt, ich war depressiv danach. Todesdepressiv. Das hat mich zerfickt. Das hat mich richtig zerfickt. Ich hab mir das auch schon fast gedacht. Weil dir das bestimmt so. Ich hab mir schon fast gedacht. Vielen Dank übrigens an alle Leute, die positive. Die Leute sind sehr positiv gestimmt, dass wir was Neues spielen. Was Neues ist es ja nicht. Es ist ja immer noch Mario Bros. 3, aber quasi etwas. Es sind viele darüber glücklich, dass du quasi blind mal was Let's Plays. Das sieht man ja sonst bei dir selten bis gar nicht mehr. Ja, und jetzt sehen sie, wie ich dieses Level hier immer wieder versuche und denken sich so, ach, scheiße, Mann, ne? Scheiße, deswegen, Mann, kennen Sie mal. Deswegen gucke ich so ungerne Blind Let's Plays. Ich weiß es, jetzt fällt es mir wieder ein. Nein, nur du denkst das so, Wollo. Nee. Doch. Die Stelle! Dann warte doch auch einfach mal. Einfach mal warten im Moment. Nicht,
Du bist immer zu schnell. Einfach mal ruhig bleiben. Ah, das ist so ätzend. Du schaffst das. So, ich habe jetzt gerade auch schon wieder Restburger gegessen. Ich fress schon wieder zu viel, Wonne. Ne? Ich dürfte eigentlich schon wieder nicht so viel essen. Aber ich esse schon wieder viel zu viel, ne? Es ist nicht gut, Wonne. Es ist nicht gut. Wir müssen was machen. Okay, helft mir. Ja, wie soll ich dir da helfen, Ricky? Weiß ich nicht. Ess mein Essen für mich auf oder so. Lass mir was einfallen. Ich habe leider auch wieder mehr Schmacht, tatsächlich, seitdem ich nicht mehr diese ständigen Magenschmerzen habe. Auch ein Problem, auf jeden Fall. Was heißt ein Problem? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich extrem viel esse. Das nicht. Oh mein Gott. Das ist auch kein bisschen nervig, Gott sei Dank. ja. Nee, bei mir ist auch so, ich esse auch schon wieder so. Eigentlich sage ich mir jetzt mal so, ich bestelle nichts. Ich habe immer noch diese Gans im Kühlschrank. Ach ja, die Gans. Ja. Und ich habe immer noch nicht die gemacht, weil ich mir trotzdem Essen bestellt habe, obwohl ich Essen im Kühlschrank habe, Wollo. Das ist schon wieder so weit. Ich muss aufhören. Was ist das denn überhaupt für ein Gimmick? Ja, grade? Ich frage mich auch. Oh mein Gott. Vor allem, ich kann ja auch nicht. Ey, Digga, was. Ich glaube, ein bisschen cool finde ich es auch. Okay, da geht's aber nicht weiter. Hä, aber ich kann auch nicht wieder zurück. Ja, jetzt rechts, jetzt rechts, jetzt rechts, jetzt rechts, spring! Oh. Als ob du wusstest, dass es jetzt passiert. Jetzt passiert's. Das war ja offensichtlich. Weiß ich nicht. Also, das war ja wirklich offensichtlich. Ja, okay, wahrscheinlich schon, ja. Das war schon voll offensichtlich, dass es jetzt passiert wurde. Deswegen bin ich auch der Backseat-Gamer hier, alles gut, weil ich ja auch das Spiel verstanden habe, verstehst du? Einer muss aufpassen, dass hier alles... Ricky, das sind 147 Level, ich bin bei 18, Alter. Wir machen so viele, wie wir schaffen. Wir machen so viele, bis Dingens kommt. Dann machen wir eine Pause, Leute. Das kann danach ja weitergehen. Das stimmt ja. Aber ey, das ist ja der Wahnsinn. Außer die Level werden irgendwann mal kürzer. Aber hab ich ja, das ist schön. Nicht das ist quasi ein komplett neues Spiel für dich alleine, Wollo. Ja. Und, also für uns. Das weiß ich nicht. So gut finde ich das Spiel nicht. Nee? Ja, das war das Level gerade wieder gesehen, das war auch wieder nicht schön, fand ich. Also schön war das nicht. Und das Ende war auch nicht geil, also... Aber ich find's mal kreativ, es ist mal was Neues. Es ist quasi Mario Bros. Wonder. Wonder, nicht Wonder. Hm. Oh Gott, nen Buhu-Level. Oh, jetzt noch ein Eisrätsel, war das Bock? Nee, wirklich nicht. Ich sehe auch noch nicht, dass das ein Rätsel ist. Bisher sieht mir das doch relativ geradlinig aus. Alles easy. Ich weiß doch nicht, wie man auf Eiswelten kommen kann. Das ist ja auch die dümmste Idee, die man haben kann. Nee, ist doch voll... Oh mein Gott. Ja, komm, das sind ja nur Boom-Booms. Also bitte dich. Auf Eis, Plus. Digga. Auf Eis. Jetzt muss er noch einmal treffen. Oh mein Gott. Ja, Mann, ich wusste es. Junge, auch nur, weil du die so klein geredet hast. Deswegen. Ja, weil ich gesagt habe, ich dachte, du kannst was, Wollo. Ich hab auf Halt's Maul, ich war auf Eis. Es ist doch eisig, ihr rafft das alle gar nicht, ne? Es ist GBA-Steuerung plus Eis. Das ist doppelter Abfuck. Ich will nicht mehr. Kann Prinzessin Peach nicht früher rauskommen? Kann Nintendo nicht mal gönnen, so 5 Tage früher einfach? Nein, Prinzessin Peach kommt niemals raus. Das wird immer und ewig das letzte Projekt bleiben, was wir hier gemacht haben. Nein, da wollte ich nicht. Oh mein Gott, Junge, es ist doch okay. So, oh. Jetzt atme mal tief ein. Nee, kann ich nicht. Doch. Du bist schon wieder viel zu gestresst, aktuell. Ich geh am Stock, ey, wirklich. Ich merke das schon, du gehst gerade richtig am Stock. Ja. Aber warum? Ja, weil ich immer noch gestresst bin von Dienstag. Ja, aber das musst du nicht. Junge, bin ich aber. Keiner sagt was Böses. Ich glaube, das war einer der Top 10 meiner schlimmsten Momente in meinem Leben, ey. So hat sich's angefühlt für mich. Aber keiner ist dir böse. Aber es ist doch keiner böse. Ja, das ist auch schön. Das war trotzdem schlimm. Das war mir so unangenehm, Ricky. Das war mir alles. Das war 3 Stunden. Weiß ich nicht, wieder in der Schule sein oder so. Wollo. Du hast einfach nur gesagt, ich aber kann das nicht. Ganz kurz, das hat nichts mit den Leuten zu tun. Das möchte ich mal ganz kurz sagen. Alle waren nett. Ja, ja. Also das nicht. Das war einfach nur, das ist halt mein persönliches Problem. Naja, Wollo ist ja gerne für sich. So, das ist ja, Punkt 1. Das stimmt. So, dann neue Leute kennenlernen. Zombie, Firebro. Gut, Firebro haben wir schon mal aufgenommen. Aber Shimtex, Ulti, viele neue Leute dabei. Ein Chaos-Environment, muss man auch fairerweise sagen. Stehe ich gar nicht drauf, ne? Nee, wir waren ja 11 Leute bei der TDT-Aufnahme, das sind ja auch einfach echt viele, darf man auch nicht vergessen. Und niemand, also wirklich niemand, denkt da schlecht von dir. Auch nicht denkst du, dass das ein Zombie, niemand, Wollo. Niemand. Also hör auf, immer so schlecht von dir. Oh mein Gott,
Oh mein, Alter, Bordo, das war's, Skill. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt nach, wenn ich jetzt wieder hier sterbe, dann denken die Leute schlecht von mir. Ja, das konnte ich mir jetzt nicht mehr erlauben. Das war aber knapp. Ja, aber ich sag, guck mal, jedes Level ist, oh, Puzzling Pipe Maze, Alter, Maze, Puzzling Pipe Maze, kein Bock drauf. Das kann ich, Bordo, das mache ich für dich. Da, hör einfach mal auf mich, ja? Oh. Bestimmt kann ich das. Nein, also. Oh Gott, nein. Ja. Mach mal mich ab. Ich glaube, da war ich sogar drin. Das ist nicht so schwer. Ja. Gut, erzähl mal was. Einfach mal dein Gehirn schönes einsetzen. Jetzt mal. Jetzt mal was Schönes, Rigi. Nee, das ist hot on topic hier. Ist mir egal. Nee, wir können mal über was Schönes reden. Über was Schönes reden? Ja, ist nicht so viel Schönes passiert in meinem Leben die letzten Tage, ne? Nein? Nee. Außer dass ich immer noch sehr zufrieden bin, wie der Kanal läuft, unser hier. Plus, dass das vielen Dank nochmal, wie gesagt, für die positive Kritik auf den. Und auch. Oh, schade. Und auch vielen lieben Dank für den wirklich guten Start mit den Kanalabos. Ja! Ne, das sind schon richtig viele. Ja. In meiner Welt also zumindest. Ich weiß nicht, wie Ricky das sieht. Ja, voll. Also voll. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Steht da auch übrigens. Wo steht das? Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber das steht da. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall alle. Dankeschön. Auch an Tina, vielen lieben Dank. Ne? Dankeschön. Hat sie wieder supportet. Muss das auch. Du musst das auch. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Rigi. Okay, wo sind wir jetzt gerade? Du musst nach rechts, oder? Wo soll ich das wissen? Du musst irgendwie diese grauen Blöcke. Kannst du die irgendwie nach oben schmeißen, Dinger? Nein, das SMB3-Mechanik immer noch. Okay, geh mal in die Röhre. Ja, da komme ich nur weiter, wenn ich einen Pilz hätte. Ich muss groß sein, um weiterzukommen. Okay, also. Deswegen suche ich jetzt einen Pilz oder so. Weiß ich nicht. Mhm. Wir müssen hoch, rechts, hoch, da hoch. Das ist eine Levelkarte. Nee. Aber ich mach rechts weiter. Okay. Das ist das Ende auch später. Geh mal da runter zum Feuer. Ja, ich war da unten ja schon. Da ist nichts. Da ist hier. Dann haben wir die mit schon mal dahin. Toll. Immerhin etwas. Gut, dass wir die mitgenommen haben. Wir sammeln die auch. Ausnahmslos. So. Das heißt, wir müssen irgendwie an einem Item kommen. Schätze ich. Na, kannst du da links an die Mauer nicht einfach durchgehen? Nee, kannst du nicht, ne? Hä? Geh mal hoch. Ich weiß nicht, was laberst. Oh, guck mal da. Da war ich zumindest noch nicht. Bin in einem neuen Bereich. Nein, warte, du brauchst die Dinger, um die kaputt zu machen. Raff das doch. Was? Pass auf. Geh mal hoch. Schnapp dir diese Dinger zum in der Hand nehmen, die blauen. Ja? Und dann musst du die kaputt schießen da. Verstehst du? Ja, dann wieder nichts mehr. Vielleicht musst du nochmal in Röhre. Wann kommt der denn immer wieder? Ich denke mal, wenn du eine Röhre warst, spawn die wahrscheinlich. Du musst einmal in die Röhre gehen. Wahrscheinlich ist dafür die Röhre. In welche da. Röhre? Die du vorhin warst, wo du gesagt hast, da brauchst du, um groß zu sein. Junge, ich kann doch jetzt nicht fünfmal da hin und zurück. Also bist du bescheuert? Das ist einfach von der Zeit her nicht mal. Niemals ist das die Lösung, halt die Fresse. Ich würde glauben, dass das die Lösung ist, zumindest. Anders wird es gerade keinen Sinn machen. Irgendwie. Glaube ich zumindest. Warte mal, will mir das überhaupt was bringen, die kaputt zu machen? Ja, dann kommst du in die Tür. Im Leben nicht, Ricky. Vor allen Dingen, wie gesagt, nee. Boah, Bruder, ich raste aus. Dafür bin ich heute viel zu gestresst für sowas. Das könnt ihr mir nicht antun gerade. Ja, mach euch Pokémon gemütlich und ist gut. Tja. Hm. Das Schlimmste ist, die Zeit wird gleich ablaufen. Und wir haben nichts geschafft. Ne, und dann, ich weiß ja immer noch nicht, was zu tun ist, wirklich. Und vor allen Dingen, ne, diese blauen Dinger, die kann man ja auch gar nicht so weit tragen. Also, es ist nicht so, als könnte ich von da hinten so easy peasy mal einen nehmen. Da geht mal wieder jedes Atmen von dir so krass. Das ist richtig. Ich will keinen Sex mit dir. Du willst keinen Sex? Ne, es klingt so, als wenn du so dicht über mir wärst, als hätten wir Sex. Und wenn du da auch noch so schwer atmest. Weil ich nachgedacht habe. Entschuldigung, dass ich dichter reingegangen bin, um nachzudenken, Wollo.
Ja, dann denk mal weiter weg nach. Dann denk weiter weg nach. Aber ich hab... Scheiße. Aber ich hab einen neuen Weg gefunden. Sehr gut. Ich hab mich gerade so aus dem Mikrofon raufgelehnt. Und wir haben uns gerade zu sehr auf diese eine Sache da versteift. Ja, das machen wir öfters. Hab ich das Gefühl. Aber guck mal, da wird anders doch schon erklärt, Wollo, dass du das machen sollst. Siehst du? Junge, ich muss das nicht machen. Guck mal, soll ich den jetzt auch da schnell hinbringen? Mal eben so. Aus dem Stand. Guck mal, jetzt ist er verpufft. Du siehst also, wie lange die halten und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich damit mit den Dingern da hinkomme. Also nicht existent. Machst du langsam. Junge, halt die Fresse. Guck mal hier, ich hab einen. Nein. Den kann ich da vielleicht hinbringen und vielleicht noch diesen. Wir können mal gucken, ob das überhaupt geht. Ja, so nicht. So gerade. Ja. Boah, Rie, wir schaffen das. Machen wir auf. Wir brauchen noch zwei. Nee, das wird nichts. Weil hier sind auch keine mehr in der Nähe. Es kann also gar nicht funktionieren. So. Aber jetzt mal, hier hast du nichts was anderes, was Schönes. Lenk mich mal ab von dieser Scheiße hier. Das ist von dieser Scheiße nicht ablenken. Ich habe heute schon Burger gegessen, oder? Ist das geil? Ja, halt von McDonald's oder was? Nee, McDonald's liefert leider nicht hierher. Und ich hatte keinen Bock, irgendwo hinzugehen. Deswegen habe ich. Warte, die hast du heute Morgen bestellt? Nein, die habe ich gestern Abend noch bestellt. Kann sagen. So Burger von Vortag mit geil Ketchup, geil, Alter. Also nicht geil, also nicht so, boah, geil, lass den erst liegen in der Nacht oder so, ne? Aber ich meine, wenn ich jetzt irgendwie die Möglichkeit habe da. Oh Gott, Wollo. Oh Gott. Gar kein Thema, Digga, gar kein Thema. Alter, da war. Oh. Das gefällt mir nicht. Geh mal weg. Ja, aber ich hab kein. Ich hab's gerade aus dem Arsch nichts gezogen, Wollo. Ich kann mir noch nicht. Ja. Ich glaube, mir geht's besser. Dir geht's besser? Ja. Inwiefern? Weil ich merke, ich komme wieder zu. Oh, ich war ja einfach. Ist einfach. Ja, wahrscheinlich kann man das machen, mit der Tür muss man aber nicht. Ist wahrscheinlich so ein Secret. Ja, deswegen sage ich ja, das ist. Also, das wäre viel zu schwer. Ja. Okay. Ach, guck mal, das ist ein extra Ding, was du sammeln kannst, ein rundes. Das hättest du machen. Ja, okay. Na, mach ich aber nicht. Nee. Nee, ich glaube, mir geht's besser. Also, ich hatte die letzten Wochen ja immer so zu kämpfen und ich habe auch selber eingesehen, ich habe es auch gesagt, so auch onstream und so, hey, tut mir leid, dass ich so quasi so gefühlt nur noch der traurige Kloß war und so, ne? Mein Gott, müssen die Leute durch. Und ich habe irgendwie gefühlt wieder so ein bisschen aber zu alter Stärke zurückgefunden. Also auch die letzten Tage für das Streamtechnik kann natürlich immer wieder was Schlimmes dazwischen durchkommen. Aber es waren wieder so richtig gute alte, ja, ich streame mal eben 9-Stunden-Streams, weißt du? Also ich bin mal wieder gefühlt wieder zu alter Stärke zurück so ein bisschen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt die Tage verhält bei mir. Mhm. Ob es jetzt so bleibt. Aber ja. Ich habe dann auch gemerkt, dass die Leute keinen Bock mehr hatten, weil ich bin so hart mit den Sub. Also ich habe wirklich gestern gesehen, denk, fuck. Aber. Ich war gestern kurz bei dir drin, habe mich auch richtig erschrocken, muss ich sagen. Da dachte ich auch so, ja. Ey, wie hat er das denn hingekriegt? Ja. Er war doch immer so bei 1000. Ja, nie da und so. Und dann die Leute sad machen und so. Aber es hat. Also ich habe einfach dann gestern gemerkt, wieder, dass mir das doch wieder Spaß macht und dass ich das doch irgendwie hinkriege. Und dass die Leute doch wieder supporten, wenn man quasi mal wieder man selbst ist, weißt du? Weil ich einfach gemerkt habe, dass das ging gar nicht mehr bei mir. Also ich war wirklich auch einfach nur noch sad und nur noch so, dann habe ich vielleicht so 2 Minuten hingekriegt mit guter Laune, weißt du? Und danach, oder sagen wir mal, vorhin so ein 6-Stunden-Stream, zu dem ich mich gezwungen habe, ne? Ja. Waren so eine Stunde, vielleicht so, mit Glück 3 Stunden, wo ich richtig gut drauf war. Und dann kam wieder, und dann war wieder irgendwie so die Energie weg. Weißt du? Dieses so. Ah, ja, weiß ich, kenne ich, ja. Also nicht Energie, sondern einfach die gute Laune war weg. Und da konnte ich nicht irgendwie was wirklich gegen machen. Also ja, schon, ja. Erzähl mir mehr, Ricky. Und ich glaube, dass das einfach die Leute ein bisschen bei mir vergrault hat, weil sie bei mir natürlich was anderes gewöhnt, ohne es böse zu klingen wollen, bei mir sind die etwas anderes gewöhnt. Ihr selber schuld, ne? Das sag ich ja immer, man darf die Leute gar nicht erst an so hohe Ansprüche gewöhnen, sondern Expectations low lassen. Ne, das ist wichtig zum Durchkommen. Ja, und dann habe ich gestern, haben sie gestern wieder gut reinsupportet, also dafür nochmal vielen Dank, auch an die Leute. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich jetzt wieder so ein bisschen mich greifen kann, so ein bisschen, ne, selbst, wieder ich selbst werde, so ein bisschen in meiner Situation. Weil ich einfach tatsächlich mich selbst verloren habe. Ja, es ist doch so, Wollo, es ist doch so. Man ist es ja auch gewohnt von mir. Ja, es ist so. Es ist so. Es ist so.
Aber weißt du, was ich gelernt habe? Man darf nicht zu früh sagen, dass man wieder auf Spur ist. Weil vielleicht bist du es noch nicht. Nee, bin ich glaube ich. Dann schnell wieder frühen Rückfall und so, und dann ist man wieder muss man locker. Hundertprozentig, das denke ich auch. Bleiben. Aber ich glaube einfach, dass das jetzt zumindest wieder, es ist auf einem guten Weg. Leute, denkt ihr, dass Ricky auf einem guten Weg ist? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Tschüss. Ciao.